Astaxanthin, das Wunderantioxidant. Ja, hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um Astaxanthin. Astaxanthin ist ein Stoff, der zu den Carotinoiden gehört. Das sind Farbstoffe mit Funktion. Und Carotinoide sind bekannt. Einmal Beta-Carotin kennt man, aber es gibt auch das Lutein, Zeaxanthin. Also es gibt bestimmte, die schon unter Umständen bekannt sind. Aber Astaxanthin, manchmal ist es noch nicht so bekannt, gehört auch mit dazu. Es hat allerdings von der molekularen Struktur Veränderungen zu den anderen genannten. Und deswegen hat es besondere Fähigkeiten. Eine ganz, ganz starke Fähigkeit von Astaxanthin ist, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Und eine andere ist, dass es die Blut-Retina-Schranke überwinden kann. Das heißt, es ist in der Lage zu wirken im Gehirn und in den Augen. Und das macht es so großartig. Neben vielen anderen Faktoren, über die wir jetzt noch sprechen. Astaxanthin ist ein natürlicher Stoff. Es gibt auch synthetisches Astaxanthin. Dem ist abzuraten. Das wird in der Regel auch nicht für Menschen verkauft, sondern mehr für die Tierhaltung, für die Fütterung von Tieren, weil die brauchen das Astaxanthin. Da ist es auch bekannt in der Tierwelt, es kommt und es wird erzeugt durch Algen. Astaxanthin entsteht, wenn Algen Stress haben, dann färben die sich rot. Und dieses Rote, das ist das Astaxanthin. Das hilft Algen, dass sie unter widrigsten Bedingungen überleben können. So stark ist Astaxanthin. Und die Tiere, die Algen viel essen, die werden dann entsprechend angereichert mit Astaxanthin. Das sind einmal kleine Krebse, so Plankton, größere Krebse, Fischchen, Flamingos. Und Lachse, da ist es bekannt. Flamingos kriegen eine rosa Hautfarbe durch Astaxanthin. Und in den Lachsen ist auch das Lachsfleisch ist rosa durch Astaxanthin. Lachse überhaupt haben den höchsten Astaxanthin-Gehalt überhaupt in der Muskulatur. Das ist das, was es ihnen ermöglicht, diese unglaubliche Leistung zu machen, dass sie über hunderte Kilometer flussaufwärts schwimmen können, um ihr Laich abzulegen. Also großartig. Was ist jetzt Astaxanthin? Was ist das? Es wirkt wie ein Antioxidant. Dazu muss man wissen, Oxidantien und Antioxidantien, was soll das, was ist das? Wir sprechen hier von den sogenannten freien Radikalen. Freie Radikale sind Stoffe, die in der Lage sind, anderen Stoffen und Molekülen ein Elektron wegzunehmen. Das ist nicht gut für unsere Körperzellen. Ja, du hast so eine komplette Körperzelle, die in sich schön funktioniert. Und jetzt kommt da so ein Radikal vorbei und reißt dort ein Elektron raus. Was passiert? Wenn das zu oft gemacht wird, dann ist die Körperzelle beschädigt. Die kann dann nicht mehr richtig funktionieren und entartet unter Umständen oder degeneriert, altert und hat einfach nicht mehr ihre optimale Funktion. Die Folge sind Krebs, Entzündungen an vielen, vielen Stellen und einfach schnellere Alterung. Ja, das Organ an dieser Stelle, die Zelle an dieser Stelle wird nicht mehr so funktionsfähig sein. Das ist die Folge von freien Radikalen. Wo kommen diese freien Radikale her? Naja, durch unsere Umwelt vor allen Dingen. Also wir haben viele Umweltgifte, denen wir ausgesetzt sind, die wie freie Radikale wirken. Wir haben Stress, den wir selber empfinden und erzeugen, der freie Radikale bei uns wiederum erzeugt. Wir haben den Elektrosmog, der freie Radikale erzeugen kann. Giftstoffe im Körper, Schwermetalle im Körper können freie Radikale erzeugen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind in der Lage, freie Radikale zu erzeugen. Also es gibt eine ganz, ganz große Zahl an Problembereichen, wo das sein kann. Es ist so gut wie jeder dem Risiko ausgesetzt. Und wir wissen jetzt, dass dieser Prozess, was die freien Radikale machen, den nennt man Oxidation. Und ein Mittel, das das verhindert, ist ein sogenanntes Antioxidationsmittel. Bekannt ist als antioxidatives Mittel ganz häufig Vitamin C, Vitamin E. Die sind auch okay, die kann man gut nehmen. Aber es gibt einen unglaublichen Effekt durch Astaxanthin. Astaxanthin ist sage und schreibe, also sind sich die Studien teilweise uneinig, aber die größte Zahl, die genannt wurde, waren 6000. 6000 mal stärker als Vitamin C. Andere Studien reden von 500 mal stärker als Vitamin C. Es kommt auch immer darauf an, mit welchen Radikalen gearbeitet wurde. Auf jeden Fall um ein Vielfaches stärker als Vitamin C und um den Faktor 500 mal stärker als Vitamin E. Das ist großartig. Und Astaxanthin selber hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Bei den anderen wissen wir, wenn wir zu viel davon haben, kann das auch umschlagen und es kann dann wieder oxidativ wirken. Das macht Astaxanthin nicht. Das Einzige, was bei Astaxanthin passieren kann, wenn man es viel zu viel nehmen würde, dass sich die Handflächen, also die Hornhaut und auch an den Füßen vielleicht wirklich verfärbt.
rosa. Aber ansonsten habt ihr normalerweise auch kein Verfärbungsrisiko bei Astaxanthin. Wenn ihr die gewünschten Mengen nehmt oder die empfohlenen Mengen, das liegt zwischen 4 Milligramm und 12 Milligramm pro Tag, dann habt ihr kein Risiko, aber einen unglaublichen Benefit. Und jetzt kommen wir zu den Benefits. Astaxanthin ist in der Lage, zum einen zu verhindern, dass chronische Entzündungen bleiben können durch freie Radikale, weil es so stark ist. Das heißt, Endothelentzündungen im Blutgefäß, wenn die Blutgefäße entzünden, durch irgendwelche Stoffe, sei es, dass sie von außen gekommen sind, von innen entstanden sind, es schützt die Blutgefäße. Dadurch schützt es auch die Herz-Kreislauf-, Herz-Kranzgefäße, das heißt, das Herzinfarktrisiko sinkt. Dann ist es so, dass es das Gehirn schützt vor Entzündung, Nervenzellen schützt vor Entzündung, den Darm schützt vor Entzündung, also insgesamt schützt es vor Entzündung. Großartig. Und das andere ist, dass es natürlich dafür sorgt, dass die freien Radikale die Organe nicht schädigen. Und da sind besonders in Gefahr die Organe, die massiv viel durchblutet werden. Die Niere. Die Niere wird unglaublich stark durchblutet. Darin wird ja das Blut gereinigt. Gleichzeitig werden die Augen viermal stärker als die Niere durchblutet. Das heißt, das Astaxanthin ist ein super Mittel bei schwächer werdenden Augen oder zum Schutz davor, dass die Augen nicht schwächer werden. Und die Grundempfehlung ist, einmal am Tag 4 Milligramm Astaxanthin. Das entspricht meistens einer so einer Gelkapsel, dann ist alles gut. Wichtig ist, dass ihr auf eine gute Qualität achtet, denn Astaxanthin, wenn es an Sauerstoff kommt, dann ist es sofort, es oxidiert, also es antioxidiert sofort. Es reagiert sofort mit dem Sauerstoff und ist kaputt, hat keinen Vorteil dann mehr für den Menschen. Das heißt, in der Produktion muss da sehr stark geachtet werden, dass das Sauerstoff unter Ausschluss von Sauerstoff verkapselt wird, damit das Ganze wirklich dann am Ende wirksam ist für euch. Ja, Astaxanthin ist großartig. Meiner Meinung nach eins der Stoffe, die man tatsächlich täglich einnehmen kann, um in dieser aktuellen Welt, in der wir leben, mit diesen vielen Herausforderungen, dem Körper eine Stütze zu geben und ihm zu helfen, dass er damit gut zurechtkommt.